Ich will nicht Wasser, nur Kaffee oder Wasserkocher. Ich gucke mal zum normalen Telefon. Da sitzen sie, zwei Autorinnen, eine Regisseurin und ein Autor der Zeitreise durch Radolf Zell am Bodensee. Es ist spät am Abend und nach mehreren Vorstellungen hintereinander zeigen die vier noch Kraft und Lust, einiges uns zu erzählen. 750 Jahre Radolf Zell, das war der Anlass für viele Feierlichkeiten und die letzte davon war die Zeitreise, ein theatralischer Einblick in sechs Epochen der Stadtgeschichte vom Jahre 1267 an bis in die Gegenwart. Alles ist gut gegangen, alles war wunderbar aus meiner Sicht der Dinge. Wie würdest du jetzt das Endergebnis vom heutigen Tag beurteilen? Als absolut exzellent. Die Leute haben super gearbeitet, ganz, ganz toll. Und ich glaube, das war auch, weil einfach eine sehr gute Atmosphäre war in den Gruppen und die Leute auch an uns, also als Regisseure, also auch meinen Kollegen Rüdiger Specht und mir zusammen, dass wir ein gutes Team waren und dass wir das vielleicht ja ganz vermitteln konnten. Also auf jeden Fall haben die Schauspieler ganz super mitgewirkt und auch das richtig so ja, gespielt, wie wir uns das so vorgestellt haben. Die Kinder haben das sogar noch übertroffen. Ne, alle Gruppen sind über sich hinausgewachsen. So empfand ich das. Also für mich war es eine Wahnsinnserfahrung. Auch schon die Vorbereitung. Jetzt gerade habe versucht, bei jeder Szene, also von der 1, die 3 und die 6, dabei zu sein mit der Monique, weil mich das natürlich unheimlich interessiert hat, wie der Aufbau ist, wie man mit den Laie-Schauspielern und gerade auch mit den Kindern arbeitet. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Und ich war heute gar nicht aufgeregt, weil ich wusste, die Kinder machen das. Aber es war ein Wahnsinnsgefühl, fast schon berührend, wie die Kinder das dann einfach auf der Bühne gebracht haben. Die waren da, also da steht man dann daneben, mich ganz gefesselt von dem Spiel. Also das war für mich also wirklich ein Highlight. War einfach super und man wird eben belohnt, wenn man ja, zwischen den Vorhängen durchguckt und es kommen immer mehr Leute, die Spaß haben und haben hinterher dann das bekundet, war einfach super. Ich habe den heutigen Tag als sehr aufregend empfunden und jetzt auch als sehr befreiend. Ich war mit den Schauspielern nervös. Bin den ganzen Abend dabei gewesen und habe mitgefiebert, dass alles klappt und es war jetzt so schön. Ich hatte unheimlich Freude dran, was wir zusammen textlich erarbeitet hatten, umgesetzt zu sehen auf der Bühne, dargestellt durch die Schauspieler, lebendig geworden auf der Bühne. Und das hat mir unheimlich Freude gemacht und das hatte jetzt heute Abend schon auch irgendwo was Befreiendes. Es war so der Höhepunkt jetzt von fast 1,5 Jahren. Arbeit. Es war richtig toll. Das ist ungefähr 1,5 Jahre her. Da hat die Frau Meier vom Stadtmuseum hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte ob ich welche kenne, wo bei sowas wie diese Zeitreise oder wie diese Zeitinsel Lust hätte, was zu schreiben. Und da bin ich eben auf die Szeneschreiber vom Narrenspiegel gekommen und so hat sich das dann entwickelt. Ich bin dazu gekommen, weil der Clemens Schäfle gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, an den Szenen für die Zeitinseln mitzuschreiben. Das war vergangenes Jahr im Februar oder so, als er mal gefragt hat, ganz am Anfang des Jahres schon. Und im März vergangenen Jahres hatten wir dann die erste Sitzung, bei der wir alle zusammengekommen sind mit der Stadtverwaltung, mit der Kultur, wo wir dann alle informiert worden sind, um was es wirklich geht und was dranhängt, welche Themen erarbeitet werden sollten. Also die Autoren haben schon Leute vorgeschlagen und dann hatten wir einfach die Leute. Und die Frau Brummer hat eine ganze Jugendgruppe aus der Trachtengruppe. Und da war das auch schon eine fertige Gruppe. Die Leute von außen, die haben sich beworben. Und dann haben wir die eingeladen zu einer Szene und haben geguckt, wie sie da reinpassen oder wie wir sie einsetzen könnten.
Ja, wir haben ja Vorgaben gehabt. Es gab ja diese 6 Zeitinseln, als wir uns ja zusammengesetzt haben mit dem Team ganz am Anfang, also März 2016. Da gab es ja diese Themen schon. Und Brigitte und ich, wir haben uns das rausgesucht, was wir gern machen wollten. Und das war die Szene 1, also die Urkundeübergabe, und die Szene 3, das Badische Kaiserreich. Und die Szene 6 habe ich dann genommen, weil da war schon die Idee schon mal früher geboren mit den Kindern, und das mit dem Radult. Das hat bei mir schon ganz lange im Kopf gespukt, und ja, kam es jetzt doch hier auch. Also, ich wurde angefragt, die Regie zu machen. Ich habe gehört, dass ich eine Frau Tratschik hat mich persönlich angefragt, und die wiederum wurde, oder die Autoren haben mich vorgeschlagen. So habe ich das verstanden. Und dann habe ich die Regie übernommen. Also für 5 Szenen. Und später kam dann noch der Rüdiger Specht hinzu als meine Assistenz. Es war in mir viel Vorfreude, für dieses Jubiläum was zu machen, weil es zum einen eine einmalige Gelegenheit ist, für eine 750-Jahr-Feier zur Stadtrechteverleihung von der Stadt sowas zu machen, wie eine Szene zu schreiben für ein Freilichttheater. Und es war auch keine Belastung, dass man jetzt Angst gehabt hätte, oh Gott, was kommt da an Arbeit auf einen zu, sondern Szenen schreiben macht mir einfach Spaß. Ich schreibe sehr gerne mit der Romy Brommer zusammen Szenen, weil wir uns sehr gut ergänzen im Schreiben. Und es waren mal so ganz andere Themen, wie man es jetzt vom Narrenspiegel her kennt, die Stadtgeschichte szenisch aufzuarbeiten. Darauf habe ich mich richtig gefreut. Eigentlich wollte ich gar nicht, also ich habe eigentlich nur geschrieben mit dem Franz, und spielerisch bin ich eigentlich erst dazu gekommen, wo bestimmte Leute gefehlt haben. Und so bin ich dann ins Spiel reingekommen. Wir haben zuerst einen Probenplan erstellt für jede Gruppe, wann man kommt, und dann haben wir angefangen mit den Grundelementen der Theaterarbeit und gleichzeitig mit den Texten und die Texte umzusetzen und gleich in der szenischen Arbeit überzugehen. Das heißt also, die Leute haben ihren Text mitgebracht, und dann haben wir schon Positionen genommen, und ja, und von diesen Positionen aus wurde gesprochen, so entstand so ganz langsam eine Geschichte aus diesen Textversatzstücken. Und dann wird noch geguckt, passt für diesen Schauspieler, das gerade spielt, das Wort auch wirklich, oder muss man es durch ein anderes, durch ein anderes Wort ausdrücken, was besser auf der Zunge liegt, und also Kleinigkeiten. Ja, also es ist schon, du hast die Vorgabe. Ich hatte schon ein Skript ja schon ein bisschen so im Kopf. Und das muss man aber dann ja auch wirklich mit Daten und mit Text füllen. Und dann habe ich auch eine geschrieben und habe gesagt, oh Brigitte, also jetzt gerade die Radl-Szene, liest doch da mal drüber. Und Brigitte liest drüber und sagt, Romy, total Thema verfehlt, vergiss es. Okay, super. Also, dann setzt man sich denn nochmal hin oder lässt man ein bisschen Ruhe, und dann setzt man sich nochmal hin, und dann gestaltet sich es denn aber doch in irgendeiner Weise. Ja, ich bin auch der Typ, der den Druck braucht und den Stress ein bisschen zum Schluss hin. Wobei ich dann schon diejenige bin, die bei Zeiten wieder mahnt und sagt, wir sollten eigentlich jetzt endlich mal zusammensitzen. Aber es hat ja jeder auch sein Privatleben, seinen Beruf, seine Aufgaben. Dann kommen Feiertage, dann kommt die Fasnacht. Und so schiebt sich dann alles ein bisschen auf. Also wir haben dann schon auch unter Druck unsere Szene geschrieben, und irgendwie funktioniert es da richtig gut dann auch. Also mir ist immer so gegangen, wenn man einen Termin hat, immer erst auf den Termin schafft man es richtig. Ja, die erste Zeit verging eigentlich damit, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie man dieses Thema, was man sich ausgesucht hat, gestalten möchte. Dann war sehr viel Vorbereitungszeit durch Lesen von der Stadtgeschichte selber. Man muss die Personen erarbeiten, man muss sich die Stadtgeschichte selbst nochmal erarbeiten, denn es war gefordert, dass die Szenen alle historisch richtig und die Personen auch historisch richtig dargestellt werden. Das wurde auch alles gegengelesen von Historikern hier, die bei der Stadt beschäftigt sind, ob die Fakten alle richtig sind. Also wir hatten da richtig Arbeit im Vorfeld.
Es macht einfach Spaß, diese Gemeinschaft, und dass man zusammen was auf die Füße stellt, das ist einfach toll. Es ist schon Arbeit, aber man empfindet es sicher nicht nur als Arbeit, wenn man gern Szene schreibt. Und das kann ich, glaube ich, für uns alle sagen und für mich natürlich auch. Es macht unheimlich Spaß, eine Theaterszene zu schreiben. Aber Stadtgeschichte ist schon ein wichtiger Teil, für mich selbst auch wichtig. Es ist einfach interessant, den Hintergrund einer Stadt zu kennen, in der man lebt, die Geschichte zu kennen. Und wenn man sich szenisch mit so etwas beschäftigt, muss man sicher noch mal viel tiefer rein und erfährt noch mal viel Neues und viel Interessantes, was dann auch Spaß macht, umzusetzen. Diese Arbeit hat sehr spät begonnen. Erst im Juli habe ich zum ersten Mal alle Schauspieler gesehen. Und dann waren wirklich Vollproben. Es war sehr, sehr kurz. Wir hatten den Juli, den August und den September. Aber die Schulferien fingen gleich an. Also die Kinder waren überhaupt nicht vorhanden. Wir mussten mit Versatzstücken, mit Elementen immer arbeiten. Oder wenn wir eine Szene rausnehmen, egal, aus Szene 1, dann mussten wir Versatzstücke, nur die Kneipenszene, nur die Zeremoniengeschichte. Also wir mussten immer mit Versatz arbeiten. Also das war so ziemlich anstrengend. Mit Ferien und Ferienplan und dann auch Leute, die in Urlaub waren, das hinzukriegen, ja. Wenn Brigitte und ich zusammen schreiben, das ist jetzt keine Nacht, aber es gibt schon viele Stunden. Und bei uns ist das so, also das schätze ich so, das ist das Harmonische. Ich habe so die Idee. Ich springe dann auch manchmal durchs Wohnzimmer, wenn ich mich in den Nerv versetzen möchte, was der jetzt gerade sagt. Und Brigitte kann das unheimlich gut umsetzen. Und einfach, wie gesagt, ins Wort bringen oder ins Satz bringen. Und das ist das, was eigentlich Spaß macht, denn so dieses, ja, das Miteinander. Ich habe das Bild und sie hat das Wort. Wird dir was fehlen, wenn jetzt dieses Jubiläumsjahr und damit diese Schauspielerei vorbei ist? Ich denke nicht. Es ist bald November und dann beginnt wieder der Narrenspiegel. Jetzt kommt schon erstmal ein bisschen ein Loch, nachdem alles beendet ist. Man muss jetzt ein bisschen verschnaufen und das alles auch ein bisschen sitzen lassen. Ich brauche jetzt schon, glaube ich, ein bisschen Zeit, um nochmal zu rekapitulieren, um nachzugenießen dann auch. Aber freilich, wir haben jetzt schon Oktober und die Anfragen für den Narrenspiegel werden sicher bald kommen, ob man da wieder was schreiben möchte. Und vermutlich wird man dann doch bald die Gedanken in die Richtung wenden und überlegen, was man da denn zu Papier bringen kann.